Willkommen zurück zu Edna bricht aus. Nachdem ich ja im letzten Part endlich mal die Leertaste entdeckt habe, dachte ich mir, bevor ich jetzt mit Poki quatsche, beziehungsweise Poki quatschen lasse, wir gucken uns erstmal um in aller Ruhe, weil das sieht hier schon ziemlich geil aus bei dem Priester oder dem Pastor. Nicht gerade die Naumburger Dompfeifen? Nein, das stimmt. Nicht gerade die Naumburger Dompfeifen. Okay. Was sagt Harvey denn zu dem Poster? Was hältst du davon, Harvey? Boah, Even Blacker Sabbath. Meine Lieblings-Death-Metal-Band. Ja, es gibt Black Sabbath und es gibt Even Blacker Sabbath. Was hältst du davon, Harvey? Wow, God Sucks Inc. Meine Lieblings-New-Metal-Band. Gucken wir uns mal alles an. Nicht gerade die Nummer. Okay, sie sagt zu jedem Poster das Gleiche. Was hältst du davon, Harvey? Wow, Hotzenplatz Crew Siegen. Meine Lieblingspunkband. Der hat dann aber ziemlich verschiedene Musiken hier vereint. Was hältst du davon, Harvey? Wow, Jesus Zombie Massacre. Meine Lieblings-Trash-Metal-Band. Naja, obwohl viel Metal, ne? Nur verschiedene Arten von Metal halt. Und Punk. Was hältst du davon, Harvey? Wow, Sacrilegia. Meine Lieblings-Speed-Metal-Band. Okay, was haben wir hier noch? Das ist ein Heft. Das ist eine Fachzeitschrift für Gitarristen. Kann ich die mitnehmen? Mit dem Fach Chinesisch kann niemand was anfangen. Was sagt Harvey? Sieh nur, Harvey. Eine Fachzeitschrift für Gitarristen. Ein Mach-3-Zeitschrift für Exorzisten? Nein, eine Fachzeitschrift für Gitarristen. Ach so, dachte ich's mir doch. Wie bekommen wir dann die Exorzisten zurück ins Mittelalter? Schön. Kopfhörer. Damit kann die Musik nicht mehr an den Ohren vorbeigehen. Auch bei Let's Plays sehr hilfreich. Die sind nicht für Hasenohren gemacht. Oh, Mensch. Fernseher? Es läuft ein Musiksender. Scheint irgendwie Pen-TV oder so. Lass uns Zombie-Filme gucken. Später, Harvey. Ja. Wenn ich Evil Within aufnehme, dann könnt ihr zugucken. Was gibt's denn hier noch? Eine Anlage? Nette Anlage. Harvey? Guck mal, Harvey. Eine Stereoanlage. Denkst du, was ich denke? Party! Kann ich ja eigentlich zum Beispiel die Schere mit den Kopfhörern? Wenn ich das Kabel kappe, dann funktioniert der nicht mehr. Seit wann bist du so zimperlich? Ja, echt mal. Kann ich die mitnehmen? Hey, Finger weg. Der war teuer. Ist wahrscheinlich ein echter Pennheiser-Kopfhörer. Da ist noch ein Buch. Oh nein. Bob Geldos, Mama. Schön. Ihr wollt mir nicht ernsthaft mit einem Musikpuzzle kommen, oder? Mit einem Notenpuzzle. Ich bin so ziemlich der unmusikalischste Mensch auf der Welt. Ich höre gerne Musik, ja. Aber mit Noten... Ich kriege jetzt schon leichte Schweißausbrüche. Was gibt's denn hier noch? Gucken wir uns erstmal den Rest noch an. Verstärker. Nicht schlecht. Kann man den benutzen? Hey, Finger weg. Der war toll. Ja. Komm, dann quatschen wir halt mit hier dem Pastor. Mit dem Sofa, genau. Hallo, du hast Besuch. Einen Augenblick, ja? Ich will das hier sehen. Ich brauche Informationen über meinen Vater. Aber ich brauche eine Information über meinen Vater. Warte mal. Du bist Edna, die Tochter von Mattis Konrad. Was? Du kanntest meinen Vater? Ob ich deinen Vater kannte? Die Geschichte um deinen Vater ist legendär. Weißt du etwa nicht mehr, was damals passiert ist? Nein, ich habe tatsächlich alles vergessen. Raus damit. Ich will alles hören. Ja.
Ich denke, du solltest es erfahren. Du weißt sicher, dass dein Vater wegen Mordes an einem Kind verurteilt wurde. Er bekam die Todesstrafe. Ja, ich habe das gehört. Aber ich kann's nicht glauben. Er ist es auch nicht gewesen. Ich wusste es. In Wirklichkeit hat sich die Sache nämlich folgendermaßen abgespielt. Was ist das? Spielt da jemand auf der Orgel? Das ist doch jetzt unwichtig. Erzähl einfach weiter. Nein, ich muss nachsehen. Ich bin ja gleich wieder da. Warte hier bitte und fass nichts an. Schon gut. Nein, nein. Versprich es mir. Ja, ja, ich fasse nichts an. Versprochen. Sehr brav. Bis gleich. Wenn ich wieder zurück bin, erzähle ich dir alles. Wir werden hier nichts anfassen. Kann ich jetzt vielleicht einen Verstärker benutzen? Der kriegt hier keinen Strom. Ich müsste den irgendwo anders aufstellen. Kann ich ihn dann mitnehmen? Ich bringe ihn besser irgendwo hin, wo noch eine freie Steckdose ist. So, jetzt bekommt er auch Strom. Und die Akustik ist ja auch besser. Ja, einfach mal so ein Verstärker mit Gitarre in die Kirche. Oh Gott, das gibt eine Akustik, alter Finde. Kann ich die Kopfhörer mitnehmen? Ja. Damit kann die Musik nicht mehr... Kann ich sonst noch was mitnehmen hier? Das wollte sie, glaube ich, nicht. Was ist das? Das waren die Noten. Ich bin so gefickt, wenn es ein Notenpuzzle ist, Alter. Entschuldigung für die Wortwahl, aber es ist eine Tatsache. Keine Zeit, Musik zu hören. Kann ich die Anlage mitnehmen? Genau, in die Kirche einbrechen und die Stereoanlage klauen. Geht's noch? Aber wenn da eine steht, dann kann man sie auch mitnehmen. Das ist, mein Gott. Eine gute Tat der Kirche. So, ich lass Poki jetzt erstmal zu Wort kommen, würde ich sagen. Der wartet da schon ganz ungeduldig. Poki. Hier möchte ich mal auf die fiktiven Bands im Hintergrund aufmerksam machen. Ich bin ein großer Fan von dem Buch Illuminatus von... Wie hieß denn der Typ noch gleich? Also jetzt nicht das Dan Brown Buch, sondern dieses unlesbare, riesige Buch. Und da gibt es im dritten Teil gibt es eine Aufzählung, wo er über Seiten hinweg einfach nur irgendwelche fiktiven Bandnamen aufzählt. Und ich fand es lustig, dass der Pastor in seinem Raum halt irgendwie eine Stereoanlage führt und halt irgendwelche satanistischen Metal-Bands hört. Besonders freut mich, dass ich halt das dritte Plakat unterbekommen habe, die Hotzenplotz Crew Siegen. Das Foto, das da drauf ist, habe ich einem Foto aus meinem Privatbestand abgezeichnet. Und zwar habe ich mit einer Freundin damals Freunde in Marburg besucht. Und da haben wir irgendwo an einer Kirchenwand tatsächlich den Tag gefunden, Hotzenplotz Crew Siegen. Das fanden wir so cool, dass wir uns lässig daneben gestellt haben und dieses Foto gemacht haben, das halt in etwa so aussieht wie dort auf dem Plakat. Damit das so aussieht, als wären wir die Hotzenplotz Crew Siegen. Mit fremden Federn geschmückt. Also, wenn die Hotzenplotz Crew Siegen das hier liest, großen Respekt. Yeah, keep it up. Also ganz ehrlich, Hotzenplotz Crew Siegen hört sich so ein bisschen an wie Fußballsupporter irgendwie. Kann ich den Fernseher jetzt benutzen? Ah. Okay. Orangefarbenes Plastik. Cool. Ja. Ich stehe auf diesen Retro-Look. Wollte sagen, willkommen zurück in den 70ern. Kann ich den mitnehmen? Nicht doch, Harvey. Erst lassen wir uns für geistig gesund erklären. Dann können wir immer noch Fernseher aus Kirchen klauen. Ah, gut. So. Wir haben jetzt hier den Verstärker stehen. Wo ist der Pfaffe hin? Die Tür war zu, benutzen wir doch mal die Treppe. Da war ich auch noch, noch gar nicht. Das ist das, was ich erwartet habe, oder?
Gehen wir mal hin. Ja, es ist das, was ich erwartet habe. Gut, dann gehen wir mal raus. Und zurück zur Treppe. Und ich suche mal meinen Stift, den ich hier vor kurzem noch irgendwo gefunden hatte. Sekunde. Ach, da ist er ja. So. Zettel. Kram. Puzzle-Alarm. Yay, Reime um 2 Uhr morgens. Es kann nicht schlimmer werden als das Musikpuzzle damals bei Star Tropics, oder? Obwohl, es ist Poki. Poki ist ein Arsch. Da fängt es ja schon an. Ich schreibe mir mal alles auf hier. Machen wir hier mal. Oh Gott. Wisst ihr, an was mich das erinnert? Wer schon mal Silent Hill 1 gespielt hat, da gibt es diese lustige Klavierpuzzle mit den stummen Vögeln. Also nicht mit stummen die Vögeln, sondern mit stummen Vögeln. Und daran erinnert mich das gerade. Aber tierisch. Tierisch. Tolles Wort. So, 1, 2, 3, 4. Das dauert jetzt einen Moment. Da nehme ich mir auch die Zeit für künstlerische Freiheit bei der Grafik, die ich hier gerade erstelle. Jetzt hat er zwei weiße. Ich habe überhaupt keine Ahnung von Klavieren, Orgeln oder sonstigen. Deswegen male ich mir das hier ab, als wäre ich irgendwie... Ja, als hätte ich keine Ahnung von Klavieren oder Orgeln. Tack. Dann ist das E. E schreiben wir uns mal auf. Ich habe das Gefühl, dass ich das auf der Gitarre... Oh Gott, muss ich die Gitarre auch noch mitnehmen? E, G, A, H, D. Aber was gibt das denn überhaupt? Ich weiß nicht mal, was ich da spielen muss. Das sind ja nur Grundgriffe, ne? Hier ist E. Alter. Poki, ich hasse dich. Das G. Grummel. G. Dann ist das Fupp. Da ist A. Da ist wieder schwarz. Wobei die schwarzen Tasten interessieren mich ja gar nicht eigentlich, ne? Ich hätte mir das abkürzen können. Naja, egal. Da ist H. So. Und zwei weiße weiter. Zwei weiße weiter. Hör mal, du musst da links die Straße und wenn du da zwei weiße weiter siehst. Oh Gott. Da ist D. So mehr brauche ich hier nicht. Oh, es ist zu spät für so eine Scheiße, Mann. Lass das erstmal so. Das Klavierding. So. Dann gucken wir uns das Klavier nochmal an, aber ich glaube nicht. Was sagt Poki denn hier überhaupt? Ja, ich hatte ja schon mal gesagt, dass ich in Edna recht aus darauf geachtet habe, dass man die Umgebung möglichst stark verändern kann. Und hier in der Kirche kam mir die Idee, dass man die Umgebung nicht nur optisch verändern kann, indem man halt irgendwie Gegenstände kaputt macht oder bekritzelt oder, sondern eben, dass man die Umgebung auch akustisch verändern kann. Edna erobert diese sehr stille, diese betont stille Kirche, indem sie sie laut macht. Also je lauter es in der Kirche wird, desto mehr von ihr findet in der Kirche statt. Tja, das Rätsel mit dem Gitarrenfeedback funktioniert zwar nicht so richtig gut, aber also schlechter, als ich es mir eigentlich vorgestellt hatte. Und es ist auch offensichtlich komplizierter, als ich es mir vorgestellt hatte. Viele Leute daran verzweifelt sind. Nichtsdestotrotz finde ich nach wie vor, dass das Ganze eigentlich eine sehr gute Idee war. So, wenn ich jetzt schon höre, dass viele Leute daran verzweifelt sind, möchte ich dieses Spiel jetzt eigentlich beenden. Okay.
CE. Ach, guck mal, das wird sogar angezeigt. Aber es bringt mir ja nichts, ne? Was? Da ist schon A? Okay, dann ist hier G. Leute, ich rieche die Komplettlösung. Obwohl, nee. Wo war E? Das? Das F. E. D. H. Nochmal. E. D. G. Das bringt mir irgendwie 0, nichts. Da ist ein Kassettendeck. Gucken wir uns das doch lieber an. Ach du Schreck. Fahrstuhlgeorgel. Schnell wieder ausschalten. Edna bricht aus und kommt nie wieder. Schön. Stühle. Zusatzbestuhlung für Feiertage. Was gibt's denn hier oben noch? Oh. Was? Edna. Was ist dir passiert? Was hast du getan? Das kommt nun mal davon. Das hättest du niemals tun dürfen. Aber du hast doch gesagt, ich soll dir den Schlüssel machen. Und warum hast du auf mich gehört? Ich gehöre nicht in die Freiheit, Edna. Das hätte dir klar sein müssen. Jeder hat das Recht auf Freiheit. Guck dir den armen Pastor genau an, Edna. So sieht die Freiheit aus, die du mir geschenkt hast. Das ist dein Werk. Alter. Ich habe Maßnahmen getroffen, damit das nicht wieder passiert. Ich habe uns beide hier eingesperrt. Ich darf nie wieder in die frische Luft. Kann ich hier bleiben? Ich muss zum Haus meines Vaters. Du hast keine Wahl. Hier ist ein Rätsel, das selbst du nicht lösen kannst. Wie willst du hier rauskommen, ohne mich zu befreien? Okay, der Typ hat offensichtlich eine Klatsche. Ich kann nichts dafür. Ehrlich. Wir sollten schnellstens hier abhauen. Der Typ ist ein echter Psychopath. Ja, definitiv. Kann ich die Leiche irgendwie benutzen? Da ist nichts mehr zu retten. Alter. Ich hatte ja keine Ahnung. Ich glaube immer noch nicht, was du getan hast. Glaub's ruhig. Aber bitte leise, wenn's geht. Ich muss nachdenken. Wow. Ist das... Ach, guck an. Das ist hier so ein bisschen was von der pinken Farbe, die man in Harveys neue Augen öfter sieht. Aber das ist jetzt schon eine ziemlich drastische Wendung, wenn ich das mal so sagen darf. Rosette. Ich würde sagen, wir hören noch kurz Poki und dann melde ich mich wieder. Dieser Screen beherbergt wohl eine der härtesten Szenen im Spiel. Ja, und damit auch den stärksten Bruch in der Gesamtstimmung. Das erste Mal, dass man halt so wirklich mit der tatsächlich ungeschminkten Brutalität konfrontiert wird, die, naja,
indirekt und ohne es zu wollen, aber die sie ja tatsächlich irgendwo im weitesten Sinne zu verantworten hat. Und das wird ihr vom Schlüsselmeister auch sehr direkt vorgehalten. Und ja, wer hier nicht dreimal schluckt, sollte nachträglich vielleicht das Spiel niemals gespielt haben, ich weiß es nicht. Aber man soll ja über die Geschichte und über das Geschehene reflektieren. Und dies ist der Punkt, an dem man halt das erste Mal überhaupt angehalten wird, nachzudenken. Was hast du eigentlich die ganze Zeit über angerichtet? Ja, aber man denkt ja nicht drüber nach. Ich meine, der Typ, es war nicht so offensichtlich, dass der so. Klar, er ist in der Klapse. Aber dass der so einen Schatten hat, also dass er dazu in der Lage wäre, das war ja nicht abzusehen. Die meisten, die ja da in der geschlossenen waren doch recht friedlich. Die haben zwar alle eine Macke, aber sind doch recht friedlich gewesen. Können wir ihn nicht einfach da runterschubsen, hier eine Schere in den Rücken jagen oder irgendwie Poloschläger? Mach ja keine Dummheiten. Warum denn? Willst mich dann auch umbringen, wa? Wow. Okay, das habe ich echt nicht kommen sehen. Das ist krass. Ich würde sagen, ich lasse das erstmal sagen. Ich mache hier einen Cut, ich speichere mal. Das ist echt krass. Das hätte ich nie erwartet, nicht in irgendwie 100.000 Jahren, dass sowas hier passiert in dem Spiel. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal weiter um und irgendwie müssen wir hier weiterkommen. Wir müssen ins Haus des Vaters. Und dem Typen würde ich echt am liebsten eine Schere in den Rücken jagen. Es tut mir leid. Na gut. Es ist ja nur ein Spiel. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Edna. Bricht aus, meine Stimme geht sowieso gerade weg. Das ist ein guter Zeitpunkt, um aufzuhören. Ich würde sagen, bis dahin und ciao, ciao. Thank you.